So, Freunde, weiter geht's am E36. Ich habe hier schon ein neues Paketchen von Parts 33 bekommen. Und zwar habe ich mir einen Coolerworks Shortshifter gekauft. Ich meine, der Koffer soll jetzt nicht auf die Rennstrecke, aber ja, so ein paar knackige Schaltvorgänge hören sich immer gut an. So ein bisschen angegeilt wurde ich davon klinisch. Ich weiß nicht, ein paar Leuten wird das aber sicherlich was sagen. So ein E36-Fahrer aus den Staaten. Ja, da kennt man halt diese Videos, wie er damit dann immer schaltet. Und das hört sich halt total geil an. Das ist schon für so ASMR-Freaks schon eine geile Nummer. Preislich liegen wir da bei 499 € für den Shifter und 100 € für dieses Direct Fit Kit, glaube ich, heißt es richtig. Ah, da steht es ja sogar. Genau, Direct Fit Kit E36 ist im Grunde halt eine Platte quasi unter der Mittelkonsole auf dem Blech montiert mit Schraubpunkten, die bereits perfekt passen. Also ohne das Teil müsste man dann Löcher ins Blech bohren und könnte die vorhandenen Löcher nicht mehr verwenden. Ja, und jetzt kommen wir zum geilen Teil. Ich hoffe mal, die Installation wird nicht so schwer sein. Ohne Bühne ist das halt so ein bisschen Pisse. Und da ist das Gerät. Kann man sich jetzt auswählen in irgendwie vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für die schwarze Variante doch entschieden, obwohl es ein bisschen langweilig wirkt, da der Innenraum ein bisschen abgefahrener aussehen soll irgendwann. Nehme ich das einfach mal in schwarz und ja, ich denke mal, damit kann man nichts falsch machen. Also das ist jetzt der Pro-Shifter von Coolerworks. Der ist ein bisschen größer, ein bisschen länger als der normale Shifter. Rückwärtsgang haben wir hier am Start. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch die Gassen alle noch einstellen muss am Ende. Das kann man dann halt schön mit diesen ganzen Schrauben machen. Da gibt es auch Anleitungen für. Das ist auf jeden Fall das Ding. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Innenraum auseinander und fangen mal mit der ganzen Installation von dem Käse an. Ich bin mal gespannt, was das wird. So, im Innenraum angelangt, muss leider dieser schöne Shifter weichen. Den werde ich mir aber irgendwo als Erinnerung hinhängen oder vielleicht irgendwie ein anderes Auto bauen. Vielleicht kommt ja irgendwann noch ein E36. Finde ich persönlich sogar noch schöner als den von Coolerworks. Aber naja, was soll's, ne? Wir müssen mal neue Sachen ausprobieren. Also ich muss neue Sachen ausprobieren. Ja, wir drehen mal jetzt die Madenschrauben hier raus, die den Shifter hier festhalten und schauen mal, was sich da drunter verbirgt. Es muss jetzt doch ein bisschen mehr auseinandergebaut werden als geplant. Ich habe gedacht, ich mache hier ein gutes Tutorial, wie man hier den Shortshifter einbaut. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr, um die Mittelkonsole auseinanderzubauen, ja, müsst ihr die Fahrerseite, den Unterboden runternehmen. Hier verstecken sich auch eine Menge kleiner Schrauben, die man so jetzt nicht sieht. Auch zum Filmen fast unmöglich. Die verstecken sich dann dahinter und hierhinter, ne? Ja, also
so sieht es jetzt aktuell aus. Wir machen mal jetzt weiter und schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Danach muss ich den Wagen noch aufbocken, von unten dann diese Klammer am Schaltgestänge entfernen, um den ganzen originalen Shifter rauszunehmen. Hört sich leicht an, wird es wahrscheinlich aber nicht sein. So, wie ich jetzt gesehen habe, versteckt sich hier hinter auch noch eine Schraube. Ich gehe mal stark davon aus, dass dann auf der anderen Seite, hier hinter diesem Filz, genau dasselbe sein wird. Da versteckt sich auch noch eine. Also hat man im Grunde hier verschraubt, da verschraubt, hier, hier und dann nochmal von innen an der Stelle und an der Stelle. Nur da habe ich es dann, weil ich da nicht rangekommen bin, komplett mit der Verkleidung von der Lenksäule mit abgemacht. So, wenn ihr jetzt hier die Manschette schon mal zur Seite gemacht habt, seht ihr, ich zoome mal ein bisschen rein, die Klammer, die ihr nachher rausnehmen müsst. Ne? Also genau die ist das. Die müsst ihr rausschieben und am besten kommt, ich dachte mir jetzt gefreut, dachte man kann das vielleicht von hier oben rausnehmen. Ich würde es allerdings doch glaube ich dann von unten machen, den Wagen aufbocken und den dann rausziehen, wenn das irgendwie geht. Yes. Das ist geiler Scheiß. Das ist geiler Scheiß. Wie ihr gesehen habt, das muss ich jetzt mit dem Handy filmen, weil ich mit der großen Kamera da nicht runtergekommen bin, ist das mit diesem Clip gar nicht mal so schlimm. Also das kriegt man auf jeden Fall gelöst. Wo ich jetzt mehr dran verzweifelt bin, war jetzt das Gestänge. Aber mit ein bisschen WD-40 hat es dann doch funktioniert. Also zumindest habe ich gesehen, dass es sich gerade schon ein bisschen gelöst hat. Am besten irgendwie so ein Brecheisen, also ein Brecheisen nehmen und dann nach und nach so ein bisschen runterziehen. Und dann ist das Ding schon raus. Ne, da kommt er dann runter. Den ziehen wir jetzt raus von unten oder von oben. Und dann sollte der ganze Schiff da schon mit nach draußen kommen. Jetzt müssen wir nur noch hier den Plastikring rausnehmen. So Freunde, alles ist eingebaut. Mir ist da noch ein kleines Missgeschick passiert, aber jetzt sitzt alles. Das Problem war, was auch eine sehr gute Info ist, ich habe vergessen, diese Lagerung bzw. diesen Knochen mit auszubauen. Und ja, das heißt, ich musste den Shifter nochmal ausbauen und das Teil mit rauszwirbeln. Viele sagen halt, lass das Getriebe ab, um das Teil auszubauen, dann kommst du da besser dran, um halt eben diesen Clip hier oder diese Verriegelung entsprechend zu lösen. Die sitzt ungefähr, ich muss mal kurz gucken, so eingebaut. Also quasi da ist die Front vom Auto und so sitzt das dann eingebaut. Das Teil ist dann hier so eingesetzt und lässt sich nur lösen, wenn man den hochklappt. Das heißt, ihr müsst, wenn wir jetzt das Ganze mal von so wie das Auto steht, so ist das Teil auch eingebaut, müsst ihr von der Seite mit einem Schraubenzieher oder in unserem Fall war es jetzt mit einem Brecheisen diesen Clip nach oben drücken und diese Verriegelung rausschieben. Ja, das ist ja relativ versteckt und eng, aber ist auf jeden Fall möglich und das auch auf Wagenhebern. Also ihr braucht nicht für alles irgendwie eine Hebebühne oder sowas. Lasst euch da keinen Quatsch erzählen. Ist natürlich immer einfacher und sicherer. Stellt euch da Böcke drunter und dann lasst euch Zeit, das Ganze zu lösen. Hier sitzt der Schaltknopf quasi drin, wo wir den vorhin rausgeholt haben. Also so sieht das Ganze dann aus. Beim Rausnehmen davon habt ihr, das ist jetzt hier abgebrochen,
weil das schon so porös ist. Der hier und der hier, die heben sich ab von den anderen Zapfen. Die hebelt ihr einfach mit einem Schraubenzieher auf und zieht während, am besten, wenn ihr es zu zweit macht oder so. Hier habe ich es halt so geschafft, also aufbiegen und dann das Ganze rausziehen. Und jetzt sind wir auch so weit, dass das Ding schaltet. Ich muss jetzt noch das Ganze mit einer Schraube, die jetzt hier reinkommen, die sind auch im Lieferumfang enthalten, da werden die reingesetzt. Da könnt ihr euch zum Beispiel den fünften Rückwärtsgang, sechsten Gang, könnt ihr euch jetzt irgendwie sperren. Mit diesem Bolzen, mit diesem Baudenzug, mit dieser Blockade könnt ihr euch den Gang freilegen oder eben blockieren, dass ihr da nicht irgendwie entweder aus Versehen reinkommt oder keine Ahnung. Also in dem Fall wird das Fahrzeug auf der Straße bewegt. Ich habe das originale Getriebe drin, ich brauche da jetzt keine gesperrten Gänge oder sowas. Das ist wahrscheinlich eher so für die Leute, die jetzt driften, sind auf Events oder auf Rennstrecken, wie auch immer. Ja, ist alles cool soweit. Ich stelle den jetzt noch eben ein und dann baue ich alles zusammen. Den Rahmen hier von der Mittelkonsole, den muss ich noch bearbeiten, weil das vermutlich im Weg sein wird, so wie ich das bei so vielen gesehen habe, die das mit dem E36 fahren. Das heißt, hier meine Wegfahrsperre, muss ich mal schauen, wie ich das regel. Mir war es jetzt auch egal. Ich hatte jetzt keinen Bock, jetzt irgendwie groß rumzumachen, andere Shifter zu suchen. Ich finde den von Coolerworks tatsächlich echt am geilsten von allen. Und ja, blöd, dass ich das Ganze jetzt nochmal alles auseinanderbauen musste, aber es geht relativ schnell. Man hat hier die 6 Schrauben, unten das Gestänge lösen, den ganzen Shifter rausziehen und dann hat man den ganzen Quatsch schon wieder raus. Ich baue mal alles zusammen und freue mich definitiv auf die erste Probefahrt. So, also wer seine Mittelkonsole ganz lassen möchte, dann ist der wahrscheinlich bei Coolerworks an der falschen Adresse. Also so ein paar Sachen müssen, wie gesagt, noch angepasst werden. Und viele behaupten ja, dass das dann mit diesem Direct-Fit-Kit dann auch nicht gesägt werden muss. Einige zumindest behaupten das. Das ist in meinen Augen jetzt Quatsch, weil, wie man sieht, muss da doch schon ein bisschen was weggenommen werden. Ich hoffe jetzt, dass sich da noch genügend, weil ich habe ja noch die Wegfahrsperre-Alarmanlage, ob ich die dann irgendwie irgendwann rausschmeiße. Ich habe auch schon gehört, dass diese Wegfahrsperren auch nicht so wirklich zuverlässig sind. Wenn die mal aufhören zu funktionieren, dann hast du ein Problem. Deswegen, ja, mal schauen. Also erstmal müssen wir uns von diesem kleinen Stück hier trennen und das entsprechend ausschneiden, damit wir dann mit dem Shifter daran vorbeikommen und das machen wir mal eben. Bearbeitet ist das Ganze jetzt. Passt auch jetzt schon wunderbar rein, hoffe ich. Ich glaube, so würde ich es dann auch fast schon lassen. Ich wollte das von der Form her so ein bisschen anpassen, dass das ja optisch noch mal besser aussieht. Allerdings werde ich das wahrscheinlich nicht hundertprozentig hinbekommen. Wird es wahrscheinlich jetzt so bleiben. Hierfür werde ich mir auf jeden Fall noch eine Platte anfertigen, wie gesagt, damit das halt bis hierhin quasi abgedeckt ist. Ja, dann kann es jetzt weitergehen mit dem Zusammenbau und dann mache ich mal eine Probefahrt damit. So, weiter geht's mit dem Shifter. Es hat sich alles ein bisschen verzögert. Und zwar hatte ich eine kleine Schwierigkeit mit der Einstellung. Die Mucke hier leiser. Und zwar hatte ich das Problem, dass der dritte, vierte Gang etwas schwieriger reinging. Auf der Rückseite des Shifters befindet sich so eine Imbusschraube. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnt hatte. Und die hat, ja, die zentriert quasi den dritten und vierten Gang. Und dann habe ich den Shifter nochmal ausgebaut, das in die Position gebracht, wie ich es halt gerne hätte. Und das Ganze wieder montiert. Jetzt funktioniert alles wunderbar. Allerdings hat jetzt die Kupplung schlapp gemacht und der Kupplungsnehmerzylinder ist flöten gegangen. Und dachte, ich zeige euch das mal eben. Jetzt nicht den Ausbau und den Einbau, aber mal das Alt- und das Neuteil. Und ja, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist, warum das Ding kaputt gegangen ist. Sieht doch eigentlich sehr gut aus, oder? Ne, das ist jetzt hier der alte. Der war auch komplett undicht. Hat aber irgendwie jetzt plötzlich, wo es so kalt wurde, den Geist aufgegeben. Ja, daraufhin habe ich jetzt einen neuen bestellt. Kostet jetzt auch nicht die Welt, das Teil ist schnell demontiert. Das einzig Blöde ist natürlich, dass ich jetzt das ganze System nochmal entlüften muss, vernünftig. Und dass die gute Bremsflüssigkeit mir, die ich erst reingefüllt habe für die neue Bremsanlage, ein bisschen flöten gegangen ist. Aber ach, alles halb so wild. Ja, dann bauen wir den mal ein und dann geht's gleich weiter. Ich hoffe mit der Probefahrt, wenn alles entlüftet ist, wenn wir das noch hinbekommen.